Zuckerschnuten, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr bei einem neuen Review dabei seid. Hat ja lange keins, ich weiß. Aber das liegt daran, dass ich zwei Bilder gleichzeitig gepainted habe. Und daran muss ich mich halt gewöhnen, dass ich euch dann nicht so viele Reviews machen kann und ihr euch auch. Ja, ich painte ja gleichzeitig noch zum Event Happy Animal von der lieben Perla ein Bild. Und das habe ich jetzt noch mit angefangen gehabt im Urlaub, das wisst ihr ja. Genau. Ich möchte trotzdem noch eine Review machen und es kommt auf jeden Fall noch ein Video zu diesem Bild, aber dazu noch mehr. Folie, das ist eine ganz tolle Folie, die ist nicht so dünn, die hat mir sehr gut gefallen. Das Bild habe ich von FG Normal. Ich schaue nach, ich verlinke euch das hier unten, falls es das Bild noch gibt. Wir haben 29 Farben und ich habe 7 AB-Farben teilweise eingebaut. Das Bild hat unter anderem aber noch eine Leuchtfarbe und die steckt hier. Das Welcome ist eine Leuchtfarbe. Muss mal schnell gucken. Welche Nummer war denn das? Die Nummer 6. Damit ich die euch mal zeigen kann. Ja, das waren so, ich weiß nicht, sagt man dann vielleicht sogar Neonsteine dazu? Die sind durchsichtig und die kommen jetzt so dunkel rüber hier, weil der Untergrund tatsächlich so aussah. Auch dieser blaue Kreis war rundherum. Aber so sieht es jetzt aus. Gut, oder? Man sieht den blauen Kreis, ja, man sieht den, wenn man genau hinschaut, sieht man den. Aber ich finde, dass das gut dazu passt. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Also wie gesagt, diese Neonsteine und Leuchtsteine, die sind tatsächlich durchsichtig. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn man, das habe ich echt nicht probiert, ich ärgere mich jetzt gerade, wie das aussieht, wenn man das einfach mal auf ein Bild macht, was keinen farbigen Hintergrund hat, sondern eben das Symbol, den Buchstaben oder die Zahl. Vielleicht sollte man das mal austesten, oder? Was meint ihr? Soll ich das mal austesten und euch mal, kann ja auch so ein kurzes Video machen, so ein Short. Schreibt mir mal in die Videobeschreibung da unten rein. Videobeschreibung. In die Kommentare rein, ob ich das mal austesten soll auf einer anderen Leinwand. Dann würde ich das gerne machen und euch zeigen. Könnt ihr gerne mir mal schreiben. So, jetzt hole ich mal kurz meine ganzen AB-Farben hier raus. Genau. Also, wir haben hier einen schlauen Zettel mit den AB-Farben. Ich habe es sehr genossen, aus meinen Medizinbechern wieder zu painten. Es hat wirklich Spaß bereitet. Weil ich mag diese Becher total. Total. Ich habe heute Ketchup reingemacht in so einen Medizinbecher und meiner Tochter zum Mittag mitgegeben. Ja, ich wusste nicht wohin und es passte nichts anderes in die Brotdose. Und dachte, ich habe doch die Becher. Mal, ich bin gespannt, ob der Deckel so gut gehalten hat. Aber eigentlich halten sie ja gut. Mal schauen. So, jedenfalls habe ich von allen Steinen noch genügend. Es waren runde Acrylsteine mit richtig tollen Farben. Und ich muss sagen, es waren tolle Steine. Ich hatte tatsächlich, habe ich keinen Ausschuss gehabt. Also zumindest habe ich jetzt keine weggelegt, die ich jetzt euch zeigen wollen würde, weil ich gab keine. Hier ist ein Haar. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wisst ihr, was ich noch für ein Video drehen muss unbedingt? Ich habe ja seit November keine Bilder mehr versiegelt. Da auch gleich mal die Frage, soll ich die alle mal versiegeln mit euch zusammen? Weil das ist eine Stange. Eine ordentliche Bilderstange, die da versiegelt werden muss. Also ich würde das tatsächlich mit euch machen. Auch dazu könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. So, ihr seht, es sind richtig tolle Steine. Es sind tolle Steine, es waren tolle Farben. Es sind tolle Farben. Tatsächlich würde ich, glaube ich, das Bild sogar an meine Wohnungstür hängen. Aber dann wird noch daran was getan. Dazu gleich mehr. Also wie gesagt, 29 Farben. Ich habe alle vorgesehenen AB-Farben, die ich mir vorher schon rausgesucht hatte. Ich habe, glaube ich, sogar noch eine dann dazu genommen, die ich beim Abkippen nicht erwähnt habe. Ich habe sie alle benutzt. Es sind alle im Bild vertreten. Nein, sind sie nicht. Die ist nicht vertreten. Mir fiel das nämlich gerade ein. Ich habe, die ist nur am Rand gewesen und am Rand wollte ich, also im Hintergrund und da wollte ich keine AB-Steine reinmachen.
Deswegen habe ich die gar nicht. Also ich hatte doch noch eine Farbe mehr. Gut, die habe ich nicht und ich liebe diese Farbe. Und ich finde aber die Farbe hier, die ist so schön, dass ich sie gelassen habe. Wieso habe ich denn... Ja, die 310 habe ich auch nicht ausgetauscht. Ne? Die hatte ich ja gar nicht mit rausgeholt, weil das ja immer noch hier so ein bisschen war und hier. Das fand ich unnütz, das auszutauschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irgendeine Farbe habe ich doch jetzt noch mit dazu genommen. Die 728. Die habe ich dann noch gehabt. Die hatte ich mir ja erst vor kurzem, vor kurzem nicht, aber als ich das damals mir zusammengeschrieben hatte, hatte ich die Farbe noch nicht und jetzt hatte ich sie ja. Und da habe ich sie natürlich gleich noch mit benutzt. Ich habe ordentlich eingebaut. Wir können ja mal versuchen. Ich habe extra das Video jetzt gemacht, weil das so schöner Sonnenschein ist hier an meinem Fenster. Und wie das funkelt, oder? Wunderschön. Das Video zum Herz einbauen habe ich euch schon hochgeladen. Da hatte mich ja eine liebe Zuschauerin darum gebeten, dass ich mal ein Video drehe. Das habe ich gemacht. Wieso kann ich aber da das... jetzt funkelt das Herz hier oben. Die Farbe sieht man nicht so gut. Deswegen habe ich noch mehr Herzen eingebaut. Hier eins. Hier eins. Hier eins. Ich fand das total... Hier eins. Ja, total praktisch. Hier unten habe ich noch ein gelbes. Und hier habe ich auch noch eins. Und hier habe ich auch noch eins. Ganz viele tolle Herzen. Und ich habe diesmal, ich habe in den Schmetterling eingebaut und die Punkte hier in den lilanen Blumen, das sind auch AB-Steine. Hier in den Schmetterling habe ich auch ein bisschen was reingemacht. Und was ich neu, hier habe ich die Spitzen ein bisschen, aber was ich neu für mich entdeckt habe, wo sieht man es denn am besten? Ich gucke mal, ob man das... Wartet mal... Sieht man das hier? Nein, das sieht man es auch nicht so richtig. Hier. Ich habe im Schachbrettmuster gelegt und habe dann den Schachbrettmuster aufgefüllt. Seht ihr das? Hier so ein bisschen. Also nicht alles, ne? Nur ein bisschen hier. Und hier so. Hier auch. Das hat so Spaß gemacht, kann ich euch sagen. Das ist meine neue Erfindung. Habe ich auch vereinzelt, ne? Seht ihr, hier habe ich das, glaube ich, angefangen mit dem Schachbrettmuster. Hier ist auch. Toll, oder? Also das habe ich entdeckt, neu für mich. Und das ist, finde ich, total klasse. Das macht richtig Gaudi, auch beim Legen macht das total Gaudi. Ich habe dann schlussendlich tatsächlich nicht nur ein Doppelschiffchen genommen, ich habe dann drei Doppelschiffchen genommen. Tada! Wie ihr wisst, habe ich ja den Coverminder von Diamond Art Club genommen. Der war mal in dem Toolkit drinne. Das war der größte bisher, den ich drin hatte. Und ich habe dieses verführerische Wachs benutzt von der lieben Heidi von Craft & Wedding Sonnenschein. Und ich kann euch sagen, es ist ein absolutes Muss, dieser Duftwachs. Ich kann euch gar nicht sagen, ob es auch als Tabby hat. Aber das riecht so... Mein Mann hat gesagt, also wenn man da richtig nah rangeht, riecht das nach Zitrone, Limone. Und er meinte aber auch, wenn man weiter weggeht, ist da eine Note Zimt drin. Also ich rieche sie nicht, aber ja, weiß auch nicht, was er riecht. Ich habe benutzt meinen Blümchenstift, meinen Ergo-Stift. So, kurze Anmerkung, zwecks meines Shops. Diese Schiffchen habe ich in 6 verschiedenen Farben. Diesen Stift habe ich zwar nicht, aber ich habe ganz viele andere Ergo-Stifte. Schnuppert gerne mal bei Facebook vorbei, ist hier oben da. Da wisst ihr, wie ich heiße. Das ist natürlich kein Link da oben, der ist in der Videobeschreibung unten. Guckt da gerne mal rein. Ja, also den habe ich nicht, aber viele, viele andere tolle Stifte, die ich echt sehr mag. Also unter anderem zum Beispiel den hier mit dem Obst. Den finde ich total toll für den Sommer. Also zum Beispiel habe ich den. Dann habe ich noch den hier mit den Muscheln. Und dann habe ich ganz viele in solchen Farben. Mit Glitzer und ohne Glitzer und... Ach, einfach, ihr wisst ja, ich liebe diese Stifte. So, das war nur kurze Anmerkung am Rande. Mal ein bisschen Werbung machen für mich, ne? Wenn ihr es noch nicht wüsstet. Oder? So, passt auf. Was werde ich hier tun? Als ich das Bild... Ich
glaube, ich weiß jetzt gar nicht, unter welchem Video das war. Unter irgendeinem Video, wo ich euch das Bild gezeigt habe. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ach, als ich mit euch das Paint with Me gemacht habe, da hat mir eine liebe YouTuberin, eine liebe Zuschauerin, nicht YouTuberin, sondern Zuschauerin, gesagt, das ist schon cool eigentlich mit den Leuchtern, aber man sieht sie gar nicht. Und jetzt bin ich auf die Idee gekommen und das war echt, wie habe ich euch gleich drunter geschrieben, das war echt eine gute Idee. Ich habe mir jetzt was ausgedacht. Ich werde die Steine wieder abpopeln und werde da andere Leuchtsteine einsetzen. Und zwar habe ich mir mal rote Leuchtsteine, graue, gelbe, rote und blaue bei der lieben Janine X bestellt. Die hat die immer noch in eckig und in rund. Und die werde ich jetzt einsetzen. Die kommen hier richtig raus aus diesem Bild, finde ich, weil na, hier unten ist ja eher so gelb-grün und das Rot sticht dann raus. Und wenn das dann aufgeladen ist, boah, das ist total toll. Da werde ich auf jeden Fall mit euch das zusammen austauschen. Das wird eine Heidenarbeit. Vielleicht mache ich da zwischendurch Speed mit rein beim Rauspopeln. Oder ich erzähle euch was, mal gucken, wie ich es mache. Denn ich habe ja auch noch kein Video gemacht, wenn man Steine wieder rausmacht und so, ne? Das fällt mir jetzt gerade so ein. Da haben wir auch gleich mal noch ein neues Video. Hier sieht man schön die Herzen. Seht ihr das? Oh, das gefällt mir ja. Das, was ich mit euch gemacht habe, sieht man jetzt aber auch besser, ne? Wenn man jetzt von Weitem so guckt, im Dunkeln. Oh, ist das toll, oder? So im Schatten, ne? Hier ist das Herzchen. Ja. Oh, ich freue mich. Das ist richtig schön geworden. Also an sich gefällt mir das Bild ja auch total, ne? Es ist ein richtig schönes Bild. Hier sieht man auch, dass das Welcome kaum zu sehen ist, ne? Das ist so richtig, das geht richtig unter. Deswegen. Klar, wenn das leuchtet dann, ne, dann kommt es natürlich raus, aber tagsüber sieht man es nicht. So, ich habe nämlich noch meine süßen Valentinsgnome an der Wohnungstür hängen und die könnten jetzt langsam ab. Ich hatte erst überlegt, ich werde es wahrscheinlich auch so machen, doch schon ein Osterknobenbild reinhängen. Oder ich mache das bald und wir können dann das Bild dranhängen. Nee, das ist ja noch nicht versiegelt. Ach, also nee, das mache ich noch nicht. Das mache ich dann später. Die lasse ich draußen. Den Rest werde ich wegräumen. Bei den Steinen, das sagt er mir noch, ob ich da mal gucken soll, wenn da ein anderes Symbol drunter ist, wie das dann durchschimmert oder nicht durchschimmert. Ich lasse mir die bei der Seite. Das wollte ich ja von euch. Und dann wollte ich noch was von euch wissen. Ach ja, mit dem Versiegeln. Ob ihr dabei sein wollt, wenn ich die ganze Stange an Bildern versiegle. Schreibt mir das gerne in die Kommentare unten rein. Ich würde mich freuen. Und ansonsten seid ihr einfach spitze. Ihr seid toll. Ich habe euch alle lieb gewonnen. Ihr seid so spitze. Ich habe so viele liebe Zuschauer, die regelmäßig zuschauen, die regelmäßig Kommentare abgeben. Ihr seid echt toll. Und vergesst mir meine liebe Prina nicht, die mir echt sehr ans Herz gewachsen ist. Schaut mal auf ihrem Kanal vorbei. Prinas Welt. Sie ist ganz neu, hat aber auch schon über 150 jetzt. Und hatte ihr Ziel erreicht, was sie erreichen wollte bis Mai, schon lange, was sie da sich als Deadline gesetzt hat, ob sie weitermacht oder nicht. Gott sei Dank hat sie die Zahl schon längst erreicht und macht weiter. Ich freue mich da sehr darauf und darüber. Und ja, noch was zu sagen? Schaut in meinem Shop vorbei. Denkt dran, ich habe noch Osterpakete da. Ihr könnt auch alles einzeln kaufen, nur bei den Bildern wird es. Huppala! Bei den Bildern wird es langsam eng. Die Aufkleber, da habe ich noch genug da, da hatte ich mehr. Aber es geht auch alles einzeln. Ne? Und denkt dran, an den Stiften ist ein Squishy dran. Das habe ich. Das muss ich direkt mal noch irgendwo noch extra dazu schreiben. Ich habe es euch ja in einem extra Post schon gemacht, aber so, wo die Bilder dann in dem Post sind, da werde ich das mal noch dazu schreiben. Genau, das fällt mir gerade noch so ein. Ja, und ansonsten vergesst den Daumen nicht. Wer noch nicht abonniert hat, ich würde mich riesig über ein Abo freuen. Und ansonsten schaltet wieder ein, wenn es heißt, bei Mellies Painting-Ecke kommt ein neues Video. Macht's gut, tschüss.